Hallöchen zusammen, Opi hier. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Tja, Leute, was soll ich sagen? Heute mal was ganz anderes und ich freue mich eigentlich auch drauf. Wobei ich überhaupt keine Ahnung habe, mit was ich es hier zu tun habe. 0,0 Ahnung, Leute. Ehrlich, 0,0. Ich habe es nur gesehen. Freaky Frankie, eine lustige Frankenstein-Figur oder ein Frankenstein-Kid, ja, wo irgendwie das Hirn rausspringt, die Augen und was weiß ich nicht noch alles. Muss ich einfach testen. Ich glaube, das Ding ist auch schon ein bisschen länger auf dem Markt. Ist von Giochi Preziosi, oder wie es in der Werbung immer heißt, ne? Ich sehe hier Hirn, ich sehe eine grüne Figur und irgendwie ein Spielzeug für hyperaktive Kiddies, die ihre Aggression hier irgendwie an so einer armen Plastikfigur auslassen müssen oder können oder dürfen, wie auch immer. Finde ich ja eigentlich nicht so gut, aber ja, Frankenstein, Monster. Ich sehe aus wie ein Monster, also liebe ich Monster. So sieht's doch aus. Ja, wie auch immer, ich werde das hier jetzt gnadenlos auspacken und mit euch anschauen, was man hier alles mitmachen kann. Zum Glück steht es hier in allen möglichen Sprachen drauf. Das Ding hier ist empfohlen für Kinder ab 3 Jahren, denn wir haben es hier offensichtlich mit einem freundlichen Monster zu tun. Zumindest sieht das Gesicht hier auf der Verpackung so aus. Ja, eigentlich freundlicher als die Kids, mal ganz ehrlich. Sollte mir das zu denken geben, wie auch immer. Okay, auf jeden Fall ist das hier mal ein richtig, richtig großer Karton. Und der hat eine Höhe von 32 cm, ist 23 cm breit und hat eine Tiefe von 13. Also in jeder Zahl eine 3 mit drin. Monströs. Gut, bevor ich hier wieder lange Reden halte, lasst uns den Karton anschauen und dann gucken wir rein. Ich habe noch nicht reingeschaut. Bin also exakt genauso überrascht oder entsetzt wie ihr, je nachdem, was hier zum Vorschein kommt, ne? Na, aber das hört sich doch auf jeden Fall nach Spaß an. Auch wenn der liebe kleine Freaky Frankie hier gerade schreit, ne? Weil hier so ein Nervkind an ihm zerrt. Ja, okay, also das Logo hier finde ich schon mal witzig. Frankenstein Junior mit angenähter Stirn und 2 ordentlichen Schrauben links und rechts in den Schläfen drin. So gehört sich das. Sehr gut. Hier gucken auch noch ein paar Spinnen ins Bild. Selbst die Schachtel hier wurde oben angenäht, ne? Ringsherum. Hier kann man das sehr schön sehen. Ist ja absolut cool. Ja, und ihr seht ja schon, ne? Hier springt ihm gerade das Hirn aus dem Kopf und man kann hier an den Armen ziehen. So, und hier steht eine monsterhafte Kraftprobe. Okay? Da bin ich gespannt und habe Angst zugleich, denn bei mir geht immer alles gleich kaputt, wenn ich ernsthaft mal wo dran ziehe. Da muss ich aufpassen. Also, hier haben wir stehen. Das Hirn hüpft heraus, ne? Kann man hier sehr schön sehen. Dann haben wir hier noch, die Augen springen raus. Wahrscheinlich, wenn man ihm hier auf die Birne kloppt. Ja, hier noch eine nette Zeichnung, also schon wirklich goldig gemacht. Auf der Seite haben wir das Gleiche stehen, jawohl. Und dann haben wir hier noch die Rückseite, hier auch auf Deutsch. Zieh an den Armen und höre ihn kreischen. Ach du liebe Zeit. Und hier unten, fordere deinen Freund heraus. Wer ist der Stärkste? Okay, und hier seht ihr das schon. 2 ziemliche Aggro-Kids. Also eigentlich mega übel. Und der arme Frankie hier mittendrin und hat trotzdem noch gute Laune. Und hier scheint irgendwie auch noch ein Geräusch zu ertönen. Ne? Arg. Also echt mega gespannt. Gut, hier oben geht das Ganze auf. So, habe ich euch das eigentlich gezeigt. So sieht es von oben aus. Ne? Es ist schon echt goldig gezeichnet. Und hier ein Hirn mit Augen. Klasse. Sehr schön. Also hier guckt mir auch tatsächlich schon das Hirn entgegen, die Haare, ui, das ist einzeln drin, sehr schön. Hier haben wir eine kleine Gebrauchsanleitung und hier ist Frankie nochmal extra in der Schachtel drin. Na, dann machen wir das doch einfach tatsächlich der Reihe nach. Nämlich ein kurzer Blick auf das gedruckte Werk hier, wie rum, so rum, Freaky Frankie, alles klar. Also, hier haben wir den hohlen Kopf mit lauter Schrauben hier drin. Und hier wird das Gehirn draufgesetzt. Dann hier sieht es aus, als ob wir ein Batteriefach hätten. Oh, muss ich gucken, ob ich auch die richtigen Batterien habe. Hier wird der Kopf zusammengesteckt. Ah, nee, hier steht es sogar auch noch in Deutsch. Hier, die Platte im Kopf herunterdrücken, bis sie einrastet. Sehr schön. Dann hier, das Hirn in die entstandene Vertiefung wie abgebildet einlegen. Dann den Schalter an der Rückseite auf On stellen und dann den Kopf verschließen, sodass die
beiden Pfeile am Hinterkopf übereinander legen. Sehr schön. Auf dieser Seite, ja, da haben wir wieder die Kids, die an der Figur ziehen und draufhauen und mit Hirn spielen. The Walking Dead Live. So, was haben wir hier noch stehen? Teste deine Stärke. Nimm Frankies Arme und ziehe so fest, wie du kannst. Der Stärkemesser am Bauch wird dir deine Kraft anzeigen. Wenn du stark genug bist, springt das Hirn heraus und kreischt. Oh, Leute. So, was haben wir hier noch? Fordere deinen Freund heraus. Jeder nimmt einen Arm und zieht. Springt das Hirn heraus, gewinnt derjenige, der am linken Arm gezogen hat. Aha. Fallen die Augen heraus, ist der Sieger derjenige, der am rechten Arm gezogen hat. Ach, du lieber Gott. Okay. Dann hier, schlage Frankie auf den Kopf. Die Augen fallen heraus. Haue ihm auf die Schrauben und sein Hirn springt heraus. Aber keine Angst, Frankie tut das nicht weh. Na gut, das ist zu zuschreiben. Sehr schön. Und hier das Batteriefach zum Aufschrauben. Also man braucht hier 2 AAA-Batterien. Ja, das habe ich da. Überhaupt kein Problem. Ja, das ist die Gebrauchsanleitung. Dann kommen wir hier schon mal zum ersten Teil von diesem Pack. Also das Hirn leuchtet mir doch hier schon ordentlich krass entgegen. Mega grell, pink ohne Ende. Schaut euch das an, sogar noch mit Hirnlappen, mit Hirnanhang. Ist das nicht die Zwirbeldrüse oder so irgendwas? Oh, guckt euch das an. Also mega pink das Ganze. Ja, ist ein bisschen weich, aber ist eher ein hartes Gummi, würde ich mal sagen. Hier schön die Hirnwindungen zu sehen, wenn sie auch gespiegelt sind. Okay, so sieht das Ganze von der Seite aus. Wunderschönes Gehirn. Und hier von unten. Ja, jeder Pathologe hätte seinen Spaß daran. Mal riechen. Oh, das riecht überhaupt nicht. Also, klaro riecht ein bisschen nach Kunststoff, aber 0,0, fast gar nichts. Cool, weil viele reagieren da ja total empfindlich drauf, ne? Aber das ist schon mal ein klasse Hirn. Super. So, dann haben wir hier auch noch den entsprechenden Kopf bzw. das Haarteil von unserem Frankie mit schwarzen Haaren. Mittelscheitel, sehr schön. Auch die Haare sind aus Gummi hier einfach so draufgetackert. Hier ist der Pfeil, wo es einrasten soll. Alles klar. Hier seht ihr die Nadelstiche. Was ist das? Plastik? Ja, die Nadelstiche, wo dieses ja, Hirn bzw. die Kopfschale hier an den Schädel angenäht wurde und hier, oh, sehr schön, das Innenleben, was ist das hier? Das ist ein Schalter. Moment, kann ich das bewegen? Ah nee, das rastet wahrscheinlich ein, okay. Also ihr seht einmal hier so das Innenleben von einem Frankenstein Junior. Hier ist ein Wurm, der hier aus der Schraube krabbelt. Dann haben wir hier eine Stechmücke, eine Schnake, eine Fliege, die es hier zerquetscht hat. Dann haben wir hier eine Spinne mit großen Augen. Hier eine Made oder so irgendwie was. Okay, diverse Hirnrisse, Nähstellen, Schrauben. Hier nochmal 3 Spinnen im Netz, die ziemlich böse gucken. Das ist ja krass. Ja, die Schädelinnenseite von einem Durchschnittsschüler, könnte man vielleicht auch sagen, ne? Sehr schön. Und die Haare sind, wie schon gesagt, hier auch eher aus Gummi und auf diese grüne Birne hier getackert, geklebt, eingerastet. Ja, draufgeklebt, alles klar. Und so sieht das Ganze aus. Nett gemacht. Gefällt mir schon mal sehr gut. Hier natürlich ein krasser Kontrast zu diesem Pinkhirn. Das ist echt Neonpink. Das Ganze ist ja der Burner. Sehr cool. Gut, also das mal die beiden Teile. Dann haben wir hier den Rest im Karton drin. Ich ziehe das einfach mal hier raus. Moment. Ah, so geht es. Hier ist er schon, unser Frankie. Sehr schön. Sonst ist hier nichts im Karton. Okay, ich stelle es mal aufrecht. Ja, noch guckt er nett, unser Freaky Frankie. Und der Karton hier ist unfassbar gut verklebt. So sieht die Seite aus. Die Hand. Okay, alles klar. Dann muss ich hier mal die Klebestreifen durchschneiden. So, hier oben. Ratsch, hier auch noch. Ratsch. Müsste eigentlich schon reichen, oder? Ja, ich habe ihn.
Sonst ist hier nichts drin. Alles andere ist hohl und Karton. Gut, aber jetzt mal im Ernst, ne? Auch hier, pass mal auf, links der Karton, rechts die Figur. Aber okay, muss ja gepolstert sein, damit Frankie hier gegen Stöße geschützt ist. Obwohl er hinterher verdroschen wird. Ha. Widerspruch an sich. Aber er sieht zumindest mal so aus, wie er auf der Verpackung hier abgebildet ist. Sehr gut. Also machen wir gleich weiter. So. Und Frankie haben sie hier extra noch in ein Tütchen gepackt. So. Das hier aufmachen. Und Frankie rausholen. Ach du liebe Zeit, Schrauben ohne Ende. Guckt euch das mal an. Hier sind Schrauben dran. Hier hinten hat es einen Haufen Schrauben. Am Kopf hat Schrauben. Gut, bei Frankenstein passt es natürlich, ja. Hier auch noch Schrauben. Ach du liebe Zeit. Okay, okay, okay. Das hier vorne ist dieser Kraftmesser von 1 bis 10. Vom blauen über grün in gelb, orange bis in den roten Bereich hier rein. Ordentlich. Das Auge, ja, kann ja rausspringen. Da bin ich mal sehr gespannt. Hat blaue Augen. Unser schnuckeliger Frankie. Und er hat auch hier massenhaft Zahnräder im Hirn. Guckt euch das an. Und hier seht ihr sogar auch noch Augen durch von irgendeinem Viech. Hier sitzen auch nochmal so zwei kleine Spinnen oder sowas. Klasse. Hier ist auch noch der Wurm im Getriebe. Klasse. Hier die Einrast- und Auslösefunktion, denke ich mal. Dann haben wir hier die Schrauben auf der Seite. Wenn man da draufhaut, soll ja auch irgendwas ausgelöst werden. Ah, die Schraube hier sitzt ein bisschen locker. Die hier ist ziemlich massiv, die ist fest dran. Interessant, also ihr seht eine schöne, massive, große Schraube. Und das hier, ja, das kann man definitiv ein bisschen bewegen, kann man sehen, oder? Also da wird sich dann der entsprechende Effekt auslösen. Er hat kleine Öhrchen, unser Frankie, hat nette blaue Augen, die ihm aus dem Kopf springen. Ein knubbeliges kleines Näschen, hat noch alle Zähnchen drin. Wunderbar, sehr schön. Dann, wie schon gesagt, hier der Kraftometer. Dann hier ein paar Flicken auf seinem blauen Hemdchen. Okay, hier ist ein bisschen so Plastikabfall. Gut. Dann hier die Arme aus Gummi zum Ziehen. Oh, da bewegt sich schon die Anzeige. Guckt euch mal, ich ziehe hier nur ein kleines bisschen mit der linken Hand. So, kräftiger ziehen tue ich dann später ein bisschen. Ja, das hier ist komplett aus Gummi. Fühlt sich an wie hohl. Hoffentlich hält es auch ein bisschen was aus. Dann die Hände schön angenäht, so wie das sein soll. Selbst hier findet man eine Schraube. Bei der Figur stört es natürlich nicht. Ne? Frankenstein und Schrauben, das gehört zusammen. Dann hier knubbelige kleine Finger. Auch die haben sie hohl gemacht. Hier, guckt euch das an. Wir retten wieder die Welt. Ne? Der Finger ist zu, denn hier geht eine Schraube durch. Alles klar. So sieht es aus. Hat ziemlich kurze Ärmchen. Goldig, wie die hier rumwackeln seitlich. Ne? Das ist nett hier. Genau das gleiche in grün, wollte ich gerade sagen. Ne? Mit einer Arm. Dann hier auch noch die Falten von dem Hemd ein bisschen angedeutet. Geht sogar hier über das Batterienfach drüber. Das ist ja witzig, oder? Ist nettes, dunkles Blau. Königsblau, Marineblau, wie auch immer. Hier hat er sogar einen kleinen Kragen. Der Kopf ist direkt hier mit dran. Dann hat er eine orangene Hose an, die hier unten ein bisschen fransig ausläuft. Ich hoffe, man kann es sehen. Die Kamera spinnt nämlich wieder wegen den Farben. Hier hat er auch einen Gürtel mit Gürtelschnalle. Jawohl, hier lässt sich nichts bewegen. Das ist alles ein Guss. Und schwarze, klobige, kleine, feine Schuhe. So wie Frankenstein auch tatsächlich aussieht. Beziehungsweise Frankensteins Monster. Ja, Frankenstein ist ja ein Professor und sein Monster heißt Frankensteins Monster. Und da gibt es ja auch noch den Gehilfen, aber der hat wahrscheinlich schon die Flucht ergriffen. So, dann würde ich sagen, dann drücke ich doch hier jetzt mal drauf und das rastet schon mal nicht ein. Vermutlich, weil die Figur, doch, jetzt rastet er ein. Ah, das liegt an der Schraube. Die Schraube, da drücke ich drauf und kommt es wieder hoch. Alles klar, durch die Schraube wird das Hirn ausgelöst. Jetzt habe ich die Schraube reingedrückt, drücke ich runter, Schraube geht raus und es rastet ein und zack, habt ihr es gesehen? Sehr schön, draufdrücken und blöng. Ja, das hat schon ordentlich Schub, mein lieber Scholli. Wenn ich jetzt hier reindrücke, dann geht die Schraube wieder raus und zack, so sieht's aus. Alles klar, dann würde ich sagen,
Dann Kamerawechsel, beziehungsweise Perspektive ein bisschen wechseln. Ich lege jetzt hier mal das Hirn rein, so rum. Hat es irgendwie eine bestimmte Form oder sowas? Ist, glaube ich, gerade egal, oder? Ja, hier sieht's aus, als wäre das Flache vorne, oder? Moment. Ja, das ist vorne. Also, das Hohe kommt nach hinten. So, lege ich das jetzt hier mal rein. Okay, Hirn sitzt. Nett, wie das hier schon ein bisschen rumwackelt, dieses Hirn. So, dann haben wir hier das Kopfteil und der Pfeil kommt nach hinten. Genau, hier ist nämlich auch ein Pfeil drauf. Also einfach hier vorne und hinten draufdrücken. Ja, sitzt, hat geklappt. Und die Augen hat es auch rausgenommen. Guckt euch das an. Die Augen. Vor lauter Schreck. Du liebe Zeit, guckt euch das an, wie das aussieht. Ich dachte, die hoppeln hier durch die Bude. Jetzt sind die aber hier fest dran. Ja, gleich wieder reindrücken. Ach du liebe Zeit. Okay, ist wieder drin. Und der Kopf sitzt hier ja relativ locker drauf, aber ist auf jeden Fall hier fest eingerastet. So sieht das Ganze aus, wenn der Kopf hier vernäht ist. Ne? Wisst ihr Bescheid? Ich denke mal, an den Nähten sieht man zusätzlich, dass es richtig hier aufgesteckt ist. Ne? So, sehr schön. Also, so sieht er aus, unser Frankie. Und der hat eine Höhe von ca. 25 cm. An den Händen, also den äußeren Fingern gemessen, ist er ca. 22 cm breit. Und hat eine Tiefe am Kopf gemessen, denn das ist die breiteste Stelle, von ca. 11 cm. Ja, das Ganze macht einen recht soliden Eindruck. Also ich glaube, so schnell geht da kein Teil kaputt. Zumindest was die Figur hier anbetrifft. Was die Gummiarme, die ja zudem noch hohl sind, angeht, da wage ich mal keine Aussagen zu treffen. Also wenn da Erwachsene dran ziehen, ich denke mal, da ist es relativ schnell kaputt. Bei Kids, da wird es wahrscheinlich ein Weilchen länger halten. Aber ich glaube, bis zur Unendlichkeit dehnen würde ich es nicht. Ich glaube, da geht er vorher kaputt, der gute Frankie. Aber ansonsten eine nette Figur, nicht nur als Spielzeug, einfach auch so hier zum Aufstellen, sieht der schon wirklich nett aus. Ein harmloser, netter Frankenstein, wo man sich jetzt nicht unbedingt vor fürchten braucht. So, und wie das Ganze hier jetzt im Einzelnen funktioniert, ob ich die 10 auf der Stärkeskala erreiche, ob das Hirn rausspringt, wie sich die Geräusche von Frankie hier anhören und vor allem die herauspoppenden Augen, das schauen wir uns alles noch ein bisschen näher an. Ja, und weil es mich jetzt einfach mal interessiert hat, man findet außer den beiden großen Schrauben hier am Kopf 15 richtige Schrauben auf der Rückseite von unserem kleinen Frankenstein Junior. Macht aber nichts, denn, wie schon gesagt, was wäre Frankenstein ohne Schrauben? Von dem her passt es ja wieder, ne? Spin Master wäre begeistert. Ihr wisst, was ich meine. Ach ja, und was ich natürlich auch noch sagen möchte, er steht recht gut. Also die Standfläche von seinen beiden Schuhen hier, die ist wirklich absolut beachtlich. Er kippt weder nach hinten noch nach vorne, er steht richtig schön stabil. Tja, Wertarbeit, Dr. Frankenstein. Sehr gut. Okay, und damit es schneller geht, habe ich hier schon mal das Batterienfach aufgeschraubt. Einfach hier so rausziehen und die beiden Batterien einsetzen. Das sind die AAA-Batterien, die ganz kleinen. So, einmal und zweimal, so, und Deckel wieder drauf. Geht ganz einfach. So, und damit ist Frankie einsatzbereit. Ich bin gespannt, Leute. Gleich hier noch auf Einschalten. Hier off und on. Zack, noch tut sich nichts, aber gleich werden wir wahrscheinlich was hören. Okay, dann würde ich sagen, probieren wir doch mal die Töne aus. Ich ziehe jetzt mal ganz sachte hier am linken Arm. Achtung. Und? Oh. Okay. Ich ziehe noch mal. Aha, am anderen Arm. Das gleiche Geräusch. An beiden Armen. Okay, festert sich mal noch nicht. Nicht, dass jetzt schon das Hirn rausspringt. Dann hau ich ihm jetzt mal auf den Kopf. Ganz sachte und? Die Augen sind schon rausgekommen. Könnt ihr das sehen? Achtung, ich mach's nochmal und. Ah!
Alles klar. Also das klingt jetzt nicht so extrem mörderisch, wie ich es mir eigentlich vorgestellt habe, aber so sieht es aus, wenn Frankie die Augen hier rausspringen. Ja, der Knaller. Das ist übrigens kein Gummi, auch das ist Plastik und hier sind nochmal Schrauben drin, okay? Also noch mehr Schrauben, guckt euch das an. Hier die Augenstränge sind auch grün. Einfach wieder hier zurückschieben, so. Nochmal ganz zart draufkloppen. Also das ist immer das gleiche Geräusch. Dann nochmal einen Arm ziehen. Ah, jetzt brüllt er nicht mehr. Wenn die Augen draußen sind, brüllt er nicht mehr. Also nochmal ziehen. Das ist ja geil. Oh, ihr habt es gesehen, ne? Also beim geringsten Zug knallt ihm hier die Schädeldecke hoch. Wie geil ist das denn? Gleich nochmal reindrücken hier. Das Hirn rein, Schädel wieder drauf. Das ist ja nur geil. Also nochmal draufhauen, dann hören wir. Und die Augen sind draußen. Ich zeig's nochmal von der Seite. Nur geil, der arme Frankie. Achtung! Du liebe Zeit, oder? Hat ein bisschen was von Slimer, von Ghostbusters, oder? So vom Ton her? Auf jeden Fall dieses... Ne? Ist ja cool. So, jetzt muss ich mal die Kamera ein bisschen verändern. So, etwas höher, denn wenn ich jetzt hier auf die Schraube drücke, dann passiert das... So krank. Also ihr seht ja, das Hirn hüpft hoch, aber es fliegt nicht wirklich Meter weit weg. Also wieder reindrücken, nochmal reinsetzen. Decke richtig drauf. Ja, ich weiß ja, Augen nochmal rein. Jetzt hier nochmal auf die Schraube drücken und... Welt, wirklich Welt. Wobei man natürlich echt aufpassen muss. Ich weiß nicht, wenn so diese Noppen, das Ganze ist ja recht stabil, aber wenn diese dünnen Noppen hier irgendwie... auf dem Küchenboden oder irgendwo hartem Auftreffen, die könnten vielleicht abplatzen. Also da wäre ich echt vorsichtig. Das, denke ich mal, ist ein Knackpunkt. So, Hirn nochmal reinmachen. Das ist ja echt geil. Also hätte ich nicht gedacht, ist echt lustig, das Ganze. Und 0,0 bedrohlich. Ne? Also Augen wieder rein, draufkloppen. So, jetzt ziehe ich nochmal an den Armen. Da müsste eigentlich auch dann das Gehirn rausspringen irgendwie. Oder die Augen, wir werden sehen, vielleicht auch beides. Also ich ziehe jetzt mal. Das war ein neues Geräusch. Ist ja geil. Jetzt lasse ich mal die Schädeldecke weg und setze das Hirn einfach nur so rein. So, ich ziehe nochmal an den Armen und... Das ist ja der Hammer, echt. Oh. Jetzt knallt hier das Hirn wirklich durch die Gegend. Ich schmeiß mich weg. Also hier gleich nochmal ziehen und... Hier liegt das Gehirn auf dem Tisch. Leute, das ist der Knaller. Das ist... Ja, Entschuldigung, Entschuldigung. Ist ja gut. So, gleich nochmal reinsetzen. Okay. Und nochmal die Schädeldecke drauf. So, und jetzt... habe ich hier jetzt auch ein super Fitnessgerät, denn ich sitze hinter der Kamera. Ich werde jetzt mal mit ausgestreckten Armen an seinen Händen hier ziehen. Und wenn er das ein paar Mal macht, ja, der kriegt ja auch ein bisschen Kraft. Und da bin ich mal gespannt, ob ich hier die 10 erreiche oder ob das Gummi zu stark für den Rupi ist. Ne? Also jetzt werden die Augen rausplatzen, das Hirn wird wegspringen, aber ich ziehe hier, bis ich die 10 erreicht habe. Ne? Also, ein bisschen tiefer, so. Jetzt wird's grauselig, ich ziehe jetzt. Achtung, 3, 2, 1 und... Ich bin auf der 10 und der Schädel steht auch noch auf dem Tisch. Also das schafft man gut. Hier, ich ziehe noch... Oh! Okay, okay, okay. Ich lasse das Hirn mal weg. Ich ziehe jetzt hier nochmal und... Also auf 10 kommt man gut. Oh, seht ihr das? Auf 10. Jawohl, so sieht's aus. Also man braucht nicht allzu viel Kraft, um das hier auf 10 zu kriegen. Aber ist total witzig. Auch wenn es dem armen Frankie hier wirklich alles wegsprengt, was er hat. Ne? Aber naja, okay. Das dazu, Hirn wieder rein, Deckel wieder drauf
und die Augen rein. Also was soll ich sagen? Freaky Frankie ist total goldig. Also wie schon gesagt, die Verarbeitung ist absolut top. Kann man überhaupt nichts meckern. Super gemacht, total lustig. Die Töne, ich sage jetzt mal nicht Schrei, die Töne sind nett gemacht. Sind drei unterschiedliche Töne, wenn ich jetzt richtig hingehört habe. Und ja, also ich glaube nicht, dass man allzu lange damit spielen wird. Ich denke, wenn man das Ding 3-4 Mal rausholt, dann ist der Reiz ja auch vorbei. Aber man hat dann immer noch eine nette Aufstellfigur. Das auf jeden Fall. Wie schon gesagt, die Verarbeitung ist klasse. Die Figur steht total stabil. Ein harmloser, ja, Spaß für zwischendurch. Und ist schon lustig. Ne? Nochmal auf die Schraube drücken. Genau. Jetzt hat er nichts gesagt. Aber vielleicht jetzt. So sieht's aus. Ganz genau. Also, Freaky Frankie. Ich muss mal gucken, von wann das Spielzeug hier ist. Ja, ich habe jetzt hier auf die Schnelle tatsächlich kein Copyright-Zeichen erkennen können, aber Tatsache ist, ihr kriegt ihn auf jeden Fall noch, ist auch nicht mehr allzu teuer. Kostet so ein bisschen was über 10 Euro, so zwischen 10 und 15 Euro. Ich denke, das Ding hat vielleicht mal so 25 Euro rumgekostet oder so irgendwie was, keine Ahnung. Also wer Monster mag, wer Frankenstein mag, der kann hier nichts falsch machen. Ich sag ja, wenn ihr schon nicht damit spielt, ist auf jeden Fall eine nette Aufstellfigur, die hier ganz toll mit den Armen wackeln kann. Ja, ein Wackelkopf kann ja auch nichts anderes, von dem her absolut okay. Und wenn dann auch noch ab und zu hier die Augen rausspringen vor lauter Entsetzen, ja, oder auch von mir aus das Hirn, dann hat man doch hier umso mehr Spaß, ne? Übrigens, das muss ich doch nochmal probieren, schreit der ewig, ja, Entschuldigung, schreit der ewig weiter, wenn ich an den Armen ziehe, ich ziehe nochmal. Nee, nur ganz kurz, alles klar. Oh, der arme Frankie. Hammer. Dann würde ich doch sagen, war's das hier mit meinem Unboxing zu Freaky Frankie von Giorgio Preziosi. Ein, ja, monstermäßiges Spielzeug für Monsterfans, aber jetzt nicht unbedingt zum Aggressionen dran auslassen. Dafür ist das Ding einfach zu, ja, wie soll ich sagen, zu harmlos, zu lieb und einfach zu nett gemacht. Ich find's toll, dass die Kraftanzeige hier funktioniert. Ich find's toll, dass überhaupt alles funktioniert hat. Das Hirn springt tatsächlich aus dem Schädel. Die Augen knallen raus. Oh Schreck, oh Graus. Und das Video ist hier aus, Leutchen. Ja, dann bedanke ich mich nochmal recht herzlich fürs Reinschauen. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich beim Unboxing von Freaky Frankie, knubbeliger kleiner Frankenstein, der mir jetzt schon sehr ans Herz gewachsen ist und der kriegt seinen Platz bei meinen Monsterfilmen. So sieht's aus. Ich sage monstermäßig ciao, tschüsschen, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal, euer Rufi. Yay! Yeah.